eine Party stören. Ist kein Geheimnis, dass wir uns kennen. Sie versuchen über dich nur an mich ranzukommen. Jetzt bin ich beleidigt. Du musst sie ohne großes Aufsehen ausschalten, damit wir reden können. Ganz was Neues. Ich mein's ernst, Sam. Wenn diese Typen oder die Leute dich sehen, lass ich das Treffen ab. Mach schon. Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Tom Clancy's Splinter Cell Conviction. Wo sind wir denn hier? Am Rummelplatz. Och. Eilung, meine Herrschaften! Das ist Ihre letzte Chance! Dann macht ihr Meldung und ich schicke die Verstärkung schneller rein, als ihr kommen könnt. Verstanden? Gut. Und den ersten können wir schon holen. Also wir müssen alle schön im Dunkeln erledigen, dass ja die Öffentlichkeit nichts davon mitbekommt. Warum verfolgst du mich? Ich hab ich gar nicht gemacht, ehrlich. Dann müssen wir verhören. Erzähl mir von Victor Kost. Das ist irgend so ein Typ. Ich, bitte, mehr weiß ich nicht. Mehr weiß er nicht? Okay. Dann lassen wir mal da liegen. Wo ist denn der nächste? Dort hinten. Okay. Oh, der hat mich fast gesehen, aber nur fast. Das habe ich nicht gemeint. So. Die letzte Chance für den Hauptgewinn, Jungs. Die letzte Chance, die Damen zu beeindrucken. Komm schon, Mann. Kommt hier her. Macht euch alles zu. Kommt her. Lass mich doch mal. Was tut die da? Mann, ey. Da doch locker 1000 Stoff aus dem Weg da. Komm, gib mir einen zweiten Versuch. Hey, was hey, soll die Scheiße? Wie gesagt, solange du schreibst, kannst du auch versuchen, wie du willst. Umsonst ist nicht. Laber nicht. Ich, hab bestimmt ich muss da Mäuse durch. Hey, nicht angesteckt. Das Geld werde ich es ja wohl noch mal. Hallo. Du schuldest mir was. Du darfst die noch mal versuchen. Die letzte Chance für den Hauptgewinn, Junge. Ich hätte da durch müssen. Das haben sie ja toll gelöst. Dann holen wir uns den da. Die letzte Fahrt des Abends. Die letzte Fahrt dieses Jahres. Na, suchst du mich? Mist! Sie sind Fischer! Nein, bin ich nicht. Tun Sie mir nichts! Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ach so, du weißt nichts. Verrat mir doch mal, was ihr mit Vic Kost und mir vorhabt. Oh Mist! Fischer! Ich sollte Verstärkung rufen, wenn ich sie sehe. Sie warten und sind bereit, sie zu holen. Ja, aha, wird interessant. Ja, das denke ich auch. So. Und jetzt holen wir den nächsten. Wo versteckt sich der denn? Ah, was ist das? Die letzte Fahrt. Wird die beste Fahrt des Abends. Was rede ich denn da? Die beste Fahrt des Jahres. Das wird die beste Fahrt des Jahres. Was sage ich? Die beste Fahrt des Jahres. Aha, aha. Wo ist er denn? Kommt er daher? Ah, okay. Und den holen wir uns auch. Hast du eine Sekunde? Oh, Scheiße, Fischer! Sind Sie... Oh, Scheiße! Und verhören. Ich will Infos. Warum beschattet ihr Victor Kost? Kost war ein Köder. Wir wussten, dass er ihnen helfen würde. Wir sollten Verstärkung rufen, wenn wir sie sehen. Okay, die drei werden mal erledigt. Vorsicht! Oh, ja, bitte, mit viel Speck und Knoblauch. Vic, ich habe mich um deine Verehrer gekümmert. Es wird einen Moment dauern, bis die Jungs in ihrer Einsatzzentrale kapiert haben, was los ist, und Verstärkung schicken. Wie sieht's aus, Alter? Kennst du dich am Washington Monument aus? Bin schon da. Ja. Kenn mich Direkt verdammt gut aus. Steht so eine einzelne Bude. Wir treffen uns dort. Ich lass dich rein. Bin schon da.
rauf. Okay, so geht's besser. Da bist du ja. Hier, leg das an. Uns bleibt nicht viel Zeit. Diese Typen waren sicher nicht allein. Wir besprechen das Nötigste und regeln den Rest am Telefon. Ja, klingt gut. Habt ihr deine Lieblingsknarre in die Tasche gepackt? Oh yeah. Ist heute denn schon Vatertag? Halt die Klappe. Die Zeit drängt. Da drin ist ein tragbarer EMP-Generator, den mir ein Kumpel aus einer Forschungsabteilung des Militärs geliehen hat. Die Tasche selbst ist abgeschirmt. Kannst dein Zeug reinpacken. Sobald du den Knopf drückst, brät alles um dich herum, was Strom verbraucht, durch. Schön. Perfekt. Hast du sonst noch was für mich? In der Tasche ist eine Akte. Hier die Kurzfassung. Es gibt eine Forschungseinrichtung namens White Box. Sie entwickelt fürs Verteidigungsministerium EMP-Technologie. Und? Vor 6 Monaten haben sie plötzlich die Ärsche von Black Arrow als Sicherheitsdienst verpflichtet. Oh. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil die normalerweise keine Firmen beschützen. Ich glaube, es könnte da... irgendeine Verbindung geben. Bingo. Ist nur eine Vermutung, aber du hast schon für weniger Fifth Freedom erhalten. Also schön. Du solltest langsam verschwinden. Ping mich aus sicherer Entfernung an, dann sprechen wir über White Box, bevor du reingehst. Mach ich. Okay. Danke. Pass auf dich auf, Vic. Ulkig, dass gerade du sowas sagst. Mach auf. Oh ja. Okay, und probieren. Mist! Das ist Scheiße! Fischer, erledigt ihn! Und das ist eine ganz ziemlich leichte Mission. Da, sobald ich da unter bei bin, treffen sie mich nicht. Diesmal schießen wir nicht vorbei! Noch verstecken. Und der ist auch erledigt. Sehe ich aus wie ein Idiot? Ich gehe da auf keinen Fall rein. Ah, da ist einer. Wo sind denn die nächsten? Oh, wie mache ich das? Wie habe ich das letztes Mal gemacht? Ja, ich glaube, bin ich. Bist du nur abgehauen, um zum Rummel zu gehen? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Bastard! Scheiße! Ich glaube, ich habe ihn. Fischer! Stirb! Stirb! Also, das EMP habe ich mal vollkommen aufgebraucht. Wow. Scheiße. Ich nein, nicht da. So. Komm. Ich war auf dem Flugplatz, Drecksack. Am Flugplatz habe ich aber alle erledigt. Du kannst gar nicht überlebt haben. Da bist du. Wo ist er denn? Komm her. Wo bist du denn? Jetzt ist er tot. Manche Sachen lassen sich nur auf die harte Tour regeln. Ja, da hast du recht, Sammy. Gebe ich dir vollkommen recht. Okay, da komme ich nirgends durch. Da auch nicht. Aber da. Das Gasleck wurde gefunden. Sie können rauskommen. Ah, okay. Flugplatz hast du Schwein gehabt. Jetzt bist du dran. Der ist mal erledigt. Zeig mir, wie du das beim Flugplatz gemacht hast, Fischer! Ah, okay, ich weiß schon, wie ich das mache. Hoffentlich.
Was zum... Oh Mist! Scheiße! Ja, so wollte ich das machen. Mist! Dieses Schwein! Für das am Flugplatz! Und sind da noch welche? Finden wir es raus. Okay, ja. Aber besser wär's. Ja. So. Okay, da kommt noch einer. Das ist nicht so toll. Wie soll ich die denn erledigen? Ich sehe ihn! Oh. Das Fest ist vorbei, Fischer! Das Fischer! Flugplatz, hattest du Glück! Komm, stirb! Stirb! Du bist ein alter Mann, Fischer! Boah, versteck dich! Ah. Verstärkung! Bist du nur abgehauen, um zum Rummel zu gehen? Mist! Mir entkommst du nicht! Wir kommen im Auftrag der... Und jetzt schnell zum Auto. Hui, das war wieder mal stressig. All die Jahre über hast du mich angelogen. Es war für einen guten Zweck, Sam. Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Hab dich wohl nie wirklich gekannt. Nein. Und du kennst mich auch immer noch nicht. Also die Hintergründe sind alle strange. Man hat Blick in die Zukunft, Blick in die Vergangenheit. Alles in allem, ja, einfach nur kompliziert. Als Sam kam und mich um Hilfe bat, konnte ich nicht Nein sagen. Sam war wie ein einsamer Wolf. Ihn musste man immer daran erinnern, wie wichtig es war, auch mal für andere den Kopf hinzuhalten. Nach der Spielerei beim Monument hieß Sams nächstes Ziel Whiteboxen. Die Typen, die den Laden gekauft hatten, waren bereits dabei, alles, was sie brauchen konnten, wegzuschaffen. Aber ihm war egal, was sie vorhatten. Er wollte da rein. Auch wenn eine doppelwandige EMP-Forschungseinrichtung nicht viele Hintertüren hatte, ihm reichte eine. Jo. Das ist halt beim Sammy Fischer so. Und wo hat er sich denn versteckt? Wo ist er denn? Hier ist er. Und ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier vor der Fabrik. Ich sag's, da drinnen kannst du dann abgehen. Kommt dann halt drauf an, wie ich's angehe. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick.